Da ist Pannewitz! Neue Woche, neue Trainingspläne, neue Sachen für, ja, für mich, für Delay, für euch. Kurze Info vorab. Wir haben in der Icon League haben wir 4-3 verloren. Wir haben eins unserer schlechtesten Spiele gemacht. Warum? Zeige ich euch in der Videoanalyse. Wir werden nicht mehr so viel die Kabinenansprache zeigen, sondern vielleicht ein, zwei Sachen analysieren. Wie man in der Halle verteidigt, was man spielen kann, was die Optionen sind. Ist, glaube ich, interessanter, weil ansonsten die Ansprachen sich immer ähneln, weil in der Halle du nicht viele Optionen hast. Ansonsten, heute steht das Training, oder beziehungsweise ich habe das Training schon geplant. Mein Sohn hat heute Geburtstag, das heißt, wir waren im Kino. Ich habe einfach mal anderthalb Stunden im Kino geschlafen, bei der Kinderfilmbar, und ich bin heute Nacht wiedergekommen, um 5 Uhr, 6 Uhr erst eingeschlafen, seit 9 Uhr wach. Dann jetzt Kindergeburtstag, jetzt Training. Und ich zeige euch, was wir machen. Und wir werden, oder ich möchte die Übung, ich glaube, die jetzt schon seit 3-4 Wochen jetzt dabei sind und sich das mit anschauen, kennen die Übung schon. Aber die Übung möchte ich weiter verinnerlichen. Ich möchte sie einmal die Woche mindestens machen, weil ich weg vom Passspiel möchte, also vom lockeren Passspiel, zu hin zum spielnahen Passspiel. Das stelle ich mir so vor. Ich bin im Auto, Leute, weil zu Hause noch so viel los war. Und ich jetzt schon los bin und hatte da keine Ruhe. Also, Aufwärmen, Passspiel, Eckform, Torschussform. Hier erkläre ich gleich. Plus kleines Turnier in Dreierteams, damit es schnell, eng und dynamisch ist. Kurzer Abstand, also ich weiß nicht, vielleicht so 20 Meter, 3 gegen 3, vielleicht 16er Höhe nur, damit viele Abschlüsse kommen, viele 1 gegen 1 Situationen, und das steht heute an. Ihr wisst, viele haben diese Übung hier schon gesehen, es ist einfach ein 2 gegen 2, ja, die Leute müssen aus der Mitte rauslaufen und die Leute müssen einen Pass oder max 2 Pass spielen oder Pässe spielen, maximal. Die Leute müssen hier rauslaufen, dann spielen sie ein 2 gegen 2. Die Leute müssen 2 Pässe spielen, vielleicht auch nur ein Pass, damit es flüssig bleibt. Ja, je nachdem, wie gut sie es umsetzen. Dann ins andere Eck, hier runter, notfalls auch diagonal, aber eher lieber diese Option. Ja, dann müssen die Nächsten wieder rauslaufen und derzeit können sie die Pässe spielen. Weil du hast vieles drin, ja, dieses Rausschieben, dieses Mitdenken, du bist sehr, sehr, sehr dynamisch, du musst ein gutes Passspiel haben, gute Annahme und musst halt auch mitdenken. Das will ich mindestens einmal die Woche reinbringen, damit wir uns da weiter verbessern. Ich schalte, mein Freund. Erst beim ersten Kontakt, zu früh. Erst beim ersten Kontakt, jetzt. Ja, jetzt. Und zu früh. Früh. Jungs, blau, hört mir mal zu. Jungs. Hey, Männer. Jungs, mir ist wichtig, dass wir unter Druck, blau, mir ist wichtig, dass wir unter Druck eine Ballannahme vielleicht haben, klatschen lassen können und passen können. Mir ist es nicht wichtig, dass ihr den Ball an sich bekommt. Mir ist mehr wichtig, was sie machen, unter einem gewissen Druck. Deswegen mit dem ersten Kontakt reinlaufen und nicht schon vorher drin sein, Dennis. Nissel. Ja. Ja. Jetzt. Jetzt. Hier, spiel rein. Löse es irgendwie. Einfach. Ohne Hacke. Komm, Ahmed. Ich will saubere Innenseiten sehen. Und raus. Zu lang. Spiel einmal tief diagonal. Ja, Pippo. Komm, Männer, komm. Jonas macht den Ball siebeneckig. Komm, Männer! Gut gelöst. Spielt! Komm, Piero. Ja, Dennis. Ist gut so.
Ja, einfach. Was macht das? Sag, Basti. Gut, Bro. Blau aus Weg. Gut, Ahmed. Ja, stopp. Ja, ich sag ja, weil du so dynamisch bist. Paul, geht? Ja, Paul. Ja, und raus. Gut so. Dennis, zu früh. Wir können damit umgehen. Dennis. Nicht da lang spielen müssen. Komm, spiel. Kleber. Spielt! Hört auf zu meckern! Ich will nicht, dass ihr diskutiert, nehmt den Ball, spielt! Ja, klatsch! Piero, du hast den Ball so viereckig, das ist geisteskrank! Gut, reicht! Es war meiner! Wollt ihr wieder wechseln? Niemals! Spielt! Auf geht's, komm, nochmal konzentrieren! Guter Ball! Und drüber, ja, und jetzt habt ihr sie! Hey, geh weiter! Gut, Jonas! Okay, jetzt wechseln. Wir wechseln nochmal. Darf ich? Und jetzt! Ich spiel den zweiten genau, pass auf. Gut. Hier ist der nächste. Hier ist der nächste. Ja, gut so. Und schneller, schneller, du musst einen anspielen. Stopp! Look, look, look. Hört zu. Nein, 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 ich will auch nur. Aber Männer, Jungs, hört kurz zu. Das ist ein Problem, was wir auch im Spiel haben. Hast du lange gewartet gerade? Nimm ihn an und spiel, du hast doch, ja, ist doch, es geht nicht um, ob du zwei Bälle gespielt hast, es geht mir darum, dass du, wo kannst du nur hinspielen? Okay, wen kannst du nur anspielen? Stopp. Genau, perfekt. Weil du kannst nur ihn anspielen in der Situation. Aber was haben wir oft im Spiel? Im Spiel haben wir auch, wir werden angespielt, nehmen ihn an, drehen auf und machen erstmal den. Nein, aufdrehen und einfach weiterspielen. Jetzt. Gut gelöst. Ja, Pick, ja, Pick, ja. Und raus, gut gelöst. Nicht so viel. Hey, Männer. Ich will nicht durch die Menge durch. Ja, sieh zu. Tut mir einen Gefallen. Tut mir einen Gefallen. Nicht so viel Hacke. Dann stellt euch besser und dreht auf und spielt mit links. Okay? Spielt klare Innenseiten sehen. Ja, Dennis. Ja. Gut, Dennis. Schade, Benni, war schwer, war schwer. Zu früh! Jetzt. Geht ihr zu früh rein? Gibt's Liegestütze? Ja. Spielt, 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 spielt! Jetzt! Ja. Zu viele Kontakte! Ja. Und raus, gut, Niki! Jetzt, stark, und raus! Jetzt, Basti, sind wir da, Junge! Spiel einen an, genau, Basti. Ja, komm rein! Schwer! Gut gelöst. Gut, Pepe. Ja. Und raus. Jetzt habt ihr sie. Gut. Ja, und spielt. Gut, Fero. Weiter, Luca. Weiter, Luca. Stark. Weiter, 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 weiter. Ja, Pepe, einfach. Ja, Luca, das ist es. Weiter, weiter, spielt. Stark. Gut. Gut, ist okay. Verlagern, schneller! Gut! Ja, egal, gut! Ja, stark, Pippe! Jawohl, klasse, gut! Okay, hier ist der nächste! Komm! Jetzt, Jonas, komm! Jetzt, Jonas! Hast du die Schaube nicht bekommen? Spiel du den letzten dann! Vier Runden, Tick zu früh! Spielt, 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 spielt! Lass durch! Ja! Gut, Dennis. Und raus. Gut dabei. Ja, okay. Kurz Pause. Ich finde die Übung viel besser als zu trocken. Das ist einfach dieses. Weil du unter Druck eine Lösung. Genau. Und mit sauberen Innenseiten. Ich finde das viel, viel besser. Ich weiß gar nicht, wer mich darauf hingewiesen hat. Ich? Ah, nee, du nicht. Ich, also wir können gerne das, ich kann das Statement, was du hier drauf hast, können wir gerne einspielen. Hör zu. Was sagst du? Wiederhol nochmal, was du gerade gesagt hast. Highlights vor, 3-0 zur Halbzeit. Wir haben scheiße gespielt. Was würdest du sagen, wenn du Trainer wärst? Ich war ja nicht da. Andi hat es probiert, schwer.
Was würdest du sagen? Also ich würde, nee, sag es. Nein, ich sag das nicht. Sei mutig. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Aber was hättest du gesagt? Na, also ich hätte gesagt, ich kann die Wörter nicht benutzen. Tamam, gute Ansprache. Super. Nein, ich hätte gesagt, dass die Spieler das Spiel gewinnen sollen, weil dann denken Andi und du, dass ich halt eine bessere Trainerin bin als ich. Ich hätte gesagt, fickt die auseinander und gewinnt das Spiel. Macht eure Aufstellung, wie ihr wollt, mir egal. Stellt zwei Leute ins Tor, ihr macht es. Stellt zwei Leute ins Tor. Und dann hätte ich euch gezeigt, wer die richtige Trainerin ist. Du redest wie eine Löwin. Stark. Danach gehen wir in den Torschuss rein. Eigentlich eine ganz einfache Form. Sieht hier komplizierter aus, als es ist. Wir haben hier ein Dreieck. Ja. Wird wie folgt aussehen. Man spielt runter, man spielt wieder hoch, man spielt diagonal rein. Ja. Er ist in der Zeit ein bisschen vorgelaufen. Spielt den Pass tief, nach diesem Pass hier rein, läuft er runter, er läuft rein, Torabschluss. Es soll simulieren, dass wir einen Doppelpass spielen, was wir im Spiel auch oft haben. Also, wenn ich ihn anspiele, gehst du schon ein bisschen entgegen. Okay? Spiel an, jetzt verzögere ich, geh ein bisschen her. Und jetzt haben wir hier rein theoretisch, spiel mich auf links an, weil mit rechts kann ich nicht an ihm vorbeispielen. Mit links kann ich vorbeispielen. Wir simulieren einfach einen Doppelpass. Aber das geht nur, wenn du entgegen kommst, das Timing hier stimmt und der Winkel stimmt. Einfache Übung, Kleinigkeiten, bitte konzentriert euch. Ja. Und das, seht ihr, was ich... Und das ist, was ich meine. Dieser Pass, ich will, dass dieser Pass von dort nach dort an mir vorbeikommt. Also, ich zeig dir, was ich meine. Spiel an. Ja. Ja. Gut so. Ja, der Niki auf 1, der ist auf 2. Ist okay. Ist schon besser. Ja. Ja, Piro. Komm eng. Ran. Abfahrt. Oh, stark, Jungs. Scharfer Ball. Jonas, mit dem klatschen lassen kannst du dich direkt weglösen. Okay? Spiel an. Ja, klatschen lassen, löst dich weg. Perfekt. Perfekt. Geh direkt tief. Ja, hinterher, Niki, Tempo. Und sauber, besser. Ja, ja, gut so. Ja, der ist tief. Ja, hinterher mit Tempo, mit Tempo. Okay. Ja. Ja, gut, ist okay, ist okay. Ball auf 1. Okay, wir haben es langsam drin, ja. Pepe, lass klatschen. Jungs, besetzt die Seiten. Ja, gut. Ja, gut gespielt. Ich möchte, Pepe, Marin, gut gemacht. Der hier ist und sich löst, läuft auf 1. Okay? Läuft ein Bogen und auf 1. Sieht besser aus. Ja, Jonas, komm. Schöne Innenseite, klatsch. Ja, löst dich raus. Tief. Komm, Niki, nicht so lang, Kacke, ist okay? Schwer. Okay? Ja, ja, ist okay, ist okay. Spiel's aus. Besser, besser, besser. Lass, lass, lass. Nächsten, nächsten. Klatsch. Lukas, komm, 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 mein Freund. Zu spät, viel zu spät. Auf bald, Lukas. Ey, ich geh auch mal raus. Klatsch, klatsch. Rein. Paul, tief. Ey, ey. Spielt die Bälle nicht in das Dreieck rein. Nochmal neu, nochmal neu. Wenn die hier noch das Kreuzen verstehen. Ja, wenn sie checken, dass sie direkt rauslaufen müssen. Alex, lauf raus! Ja! Tief! Und jetzt auf 1 mit Tempo. Schwer! Mach ihn trotzdem! Komm, Jonas. Zu Jonas, zu hoch schon. Das könnt ihr besser. Mach dich mal bitte einmal. Okay, warte, stopp, tut mir einen Gefallen. Geh mal 2 Meter dahinter rein. Und jetzt machst du einfach nur, spiel ihn bitte auf dem richtigen Fuß an.
auf links, oder? Ja, an sich würde ich auch auf links spielen. Lass ihn direkt klatschen und dann löst sich. Links, zwei Meter tief, spiel ihn ordentlich an. Lass ihn mal direkt klatschen. Ja, auch wenn es schwer ist. Ja, ein Doppelpass, löst sich. Paul, geh mal tiefer. Und jetzt. Direkt klatschen lassen. Spiel ihn auf seinen rechten Schaf. Einmal klatschen lassen. Führer aus dem Weg. Geht raus, gib den Platz. Klatsch. Ja, komm her, Paul, komm her. Tief. Gut, gut, mit Tempo. Ach, mit dem ihn nochmal. Und jetzt wechseln. Ja, schade. Bleib zwei Meter tief. Stopp, Alex. Ich möchte, stopp. Hey, Alex. Geh zwei Meter tiefer. Einfach, macht einfach zwei Meter tiefer, direkt klatschen lassen. Spielt den linken, rechten Fuß an. Links, klatsch. Tief, ein Doppel, fertig, perfekt. Gut gespielt. Um mich herumlaufen, Niki, um mich herumlaufen. Anspielen, rechte, klatschen lassen, sauber. Ein Doppelpass, lauf um mich herum, lauf um mich herum. Ja, tief, tief. Rein und rein. Gänsehautpass. Winnie, um mich herumlaufen, um mich herumlaufen. Ja, gut gespielt. Ein Doppelpass. Auf eins, hinter mir, zwei, auf zwei. Gut, Dennis, pass besser bitte. Gut gemacht, Lukas, um mich herum und tief rein. Ja, ja, spiel ihn rein. Hinter mich. Ja, 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 ja. Gut, besser. Ersten Klatschen, ja. Komm, komm, rein, Paul, komm ein bisschen näher, genau. Um mich herum, Basti, um mich herum. Und komm. Lauft alle um mich herum. Flippo, um mich herum. Schöne Innenseite. Ja, schöne Innenseite. Lass klatschen. Gut so, Flippo. Nach, Alexander. Ein bisschen nach. Ja, guter Pass. Okay. Um mich herum, Jonas. Um mich herum. Ja, Niki, auch um mich herum. Auch um mich herum. Komm, hinterher. Jonas, zack, zack. Euer Pass da außen muss besser sein. Pass auf, Julius. Um mich herum, Luki. Guter Ball. Ja, Firo. Gut. Ja, lass laufen. Um mich herum, Mini. Passiert, mach Spiel trotzdem. Dennis, mit Tempo, mit Tempo, mit Tempo. Ja, ja, nimm ihn mit. Gut, gut. Zeig her, Ahmed, ja. Klatsch. Ein bisschen zu hoch schon. Ja, klatsch, gut so, Jus. Komm entgegen, Flippo. Ist okay, passiert, normal, kein Problem. Direkt nochmal. Ja, Flippo, langsam nach. Perfekt, guter Ball, Pepe. Ja, Flippo! Hinterher. Ja, bin ich hinten, hinten! Ja! Klatsch. Firo, Lukas, ich möchte nicht, dass sie dich schon stört. Bitte geht dorthin und dann geht dahin. Lass die Platz, bitte, die haben so schon Krach. Jungs, geht doch raus aus der Mitte, Jungs, ey. Männer, schneller raus! Spiel an. Klatsch. Ja, ja, Vinny, ja. Tief, tief. Gut dabei. Nach, nach, nach. Ja, Dennis. Gut. Ist gleich leer. Soll ich einmal Akku wechseln? Ja, gleich. Ist noch 16%. Wir drängen drei Turnier rein. Jonas, Niklas. Team 4, Dennis, Vincent, Dennis Müller. Team 5, Paul, Ahmed und Sebastian. Habe ich alle genannt? Ja. Ja, du warst auf Fragezeichen. Ins Tor. Aber stopp, dann müsst du einer, warte mal. Sind 15, 16. Klingt dich in ein Team mit ein. Such dir eins aus, kannst du dir aussuchen. Okay. Was hast du für einen Abschluss? Wie bitte? Was hast du für einen Abschluss? Auf FIFA gerade oder was? Oder 1 bis 10? Abschluss, Abschluss. Schulabschluss. Ach, nicht schießen? Männer! Ich hab fast meinen Bachelor in Informatik. Ganz nah. Torhüter, Ball im Aus, von hinten. Tor. Von hinten. Okay? Alles wird von hinten gestartet. Also Wiese, verteilt die Bälle ordentlich. Ich glaube, jeder 5 Bälle. Gib ihm mal noch 2. Und los! Was spielen die jetzt? 3 gegen 3? 3 gegen 3. Ganz enges Feld, ja. Intensiv. Und viele Tore. Schau lieber nicht auf die. Ja. Von hinten, schneller, schneller. Sammelt die Bälle ein. Schieß sie gerne in die Tore, wenn gebraucht oder wenn es geht. Abschluss! Umschalten. Ja, ja, Wiese, ja, Wiese. Gut, Flippo! Ja, Flippo, ja, Flippo! Komm, 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 Männer, komm, Männer! Guter Ball! Ja,
spielen wir nur eine Hinrunde dann, ne? Erstmal, ja. Bälle sammeln und so wird ja immer voll lange dauern. Bälle sammeln können die anderen Schale machen. Gut, von hinten. Ja, ist drinne. Tor von hinten. Der Ball war drinne. Sag doch was. Pippe rein, wenn Plippo nicht kann. Plippo raus. Okay. Bap. Haben die den vierten Mann? Ja, ja. Ja, Pippe, endlich, genau. Wiesel hoch, Wiesel hoch. Komm, komm, spiel dann. Danach orange gegen blau. Ja, das ist ein Turnierplan, das ist eine App, die du nicht... Komm zum Abschluss. Mach mal was. Wie lange brauchst du dafür, Jonas? Von hinten, schneller, Wiese, schneller, schneller. Top. Aber was kostet die App? Danke. Immer als erstes. Ja, Ahmed, komm. Stark. Ball von hinten. Nein, nein, ich will, dass die Spieler schießen. Er hat noch kein Tor geschossen, haben sie gestern haben gefragt. Das macht ja sonst auch. Pass auf, Rosa, kommst du die Zeit noch? Wechsel! Okay, ihr könnt. Ja, Lukas, genau! Nächste! Hey, Italiano, weiter geht's! Gut gespielt! Stark, Luca! Komm, Piro, komm! Und Appert! Stark, Freddy! Freddy, gut! Ja, ja, mach schnell, mach schnell! Hey, ganz einfach, Dennis, gut so, Junge! Ja, wollt ihr schießen? Ja, Freddy, hol dir! Überzahl, nutzt das! Er holt doch den Ball! Guck mal, er holt den Ball! Stark! Luca, beim nächsten Mal Ball reinwerfen! Ja, eigentlich in die Zweikämpfe rein. Okay, ready. Nein, nein, ihr könnt, Jus. Mit Torwart, also wenn ihr wollt, könnt ihr. Torwart darf keine Tore machen. Aber... Gut, Wiese, von hinten. Schneller, schneller. Wir müssen schön die Bälle hinlegen. Aber hey, hat er doch. Nee, richtig hinlegen. Also so, dass sie einfach nur... Der holt ihn erstmal 5 Sekunden aus dem Tor raus. Guter Ball, gut, Luca. Komm, Wiese! Ja, ja. Schnell. Wie lange noch? Willst du es ein bisschen ansagen, damit die mal... 25 Sekunden! Ja, Wiese, nächster Ball! Danach... 15! Pink gegen Orange. Ey, warte mal, wir haben noch nicht einmal gespielt. Schon, gelb gegen Blau. Gelb. Von hinten, von hinten! Gelb, ist egal. Ja, ja. Einer muss immer doppelt spielen. Stopp! Endstand! Freddy, besorg die Bälle. Wiese, Wiese, legt ihr euch schon mal die Bälle in eine Reihe. Freddy auch. Dass ihr euch direkt packen könnt. Mach mal die Bälle im Ball. Seid ihr ready? Ja, Wiese, genau so, mein Freund. Gott, Alter, das ist die App, ja. Die App? Wir haben Turnierform, ihr seid danach dran doppelt. Nee, sind sie nicht. Aber okay, Blau, komm. Marin, Gänsehaut. Ja, ja. Ja, ja. Weg, Dennis, weg. Ja, ja, ja. Komm, komm, nimm den Ball, schieß! Abschluss! Auf was wartet ihr? Anbieten, Rückraum. Spiel, spiel, Freddy! Torwart breit machen. Warte, er muss ihn einfach nur noch nicht hinterlaufen. Ich hätte sich an, als Anspieler. Viel zu viele Zweikämpfe. Ja, von hinten, schneller! Ja, Dennis, mach ihn! Guter Ball, oh mein Gott. Weiter, 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 verteidigen! Ich hab so viel Gänsehaut, Blau!
Jetzt wissen wir auch, warum es so gelegen hat bei euch. Einer so. Aber kann ich verstehen. Einmal Panne. Panne ist gerade so richtig schadenfroh. Panne spart sich gerade eine Sprüche. Aber wollte einen Eisbruch einlegen, ne? Oh. Nein, das soll ich machen? Ja, deswegen einfach. Ey, hör auf! Mach nichts gegen Südländer, falls er das sagt. Hab ich irgendwas mit Südländern gesagt? Sei mir ehrlich. Nichts. Und wie kommt schon wieder Südländer in seinen Kopf? Kamst dreimal gerade zu mir, ja, du hast was gegen Ausländer. Kamst, ey, ich hab doch neben die Kamera. Wir werden es alle sehen. Ich hab nicht einmal was gesagt. Bruder, da liegt die Kamera aus. Nein! Ja. Aber ey, ich nehme mich Freitag mit zu meinem Friseur. Ja, als ob das jemals passiert. Ich hab heute keine Zeit. Ich hab zwei Kinder, Termine, muss Training planen. Schwer. Darum. Wenn ich irgendwo einen Kommentar finde, 500 Likes, Panne soll zum Friseur, ich gehe mit ihm. Schöne Fasson, ich zahle auch. Panne muss immer frisch sein. Guck mal, ich kann euch jetzt eins sagen. Nicht im Kader. Man muss ja irgendwie reinkommen wieder. Ja, wieder scheiße, hä? Du sollst nicht im Kader? Maybe zweiter. Nein, ey, zweiter. Was hätte er gesagt? Hätte Julius gesagt. Maybe dritte. Nix. Sag gut. Ich weiß das schon. Guck mal, die machen nur Leute. Das kommt. Was denn? Ja, das ist was. Okay, Jonas sagt, okay, tschüss. Hä? Okay, tschüss. Okay, tschüss. So. Freitag ist Training. Also heute ist es Training. Trainingstag bei Delay. Wir haben Freitag. Wir spielen am Wochenende gegen Rudo 2. Die sollen wohl 1, 2, 3 aus der ersten rausschicken. Ich glaube, die spielen Landesliga oder Berlinliga. Aber sollte keine Rolle spielen, wenn wir wieder an unsere Leistung anknüpfen. Heute Thema Training, zeige ich euch mal. So sieht der ganze Trainingsplan aus. Wir gehen mal drauf ein. Aufwärmen, Passspiel, also Passspiel, Spielform. Ja. An sich ist es wieder eine Eckform. So wie wir da sind, ich glaube, wir sind knapp 21 Leute, 2 Torhüter, 19 Mann. So habe ich das aufgeteilt, 5 gegen 5. 4 gegen 4 mit Überzahlspieler, der dann immer rüber rotiert und läuft. Wir gehen in eine Eckform rein, wie hier schon gezeigt, 2 Ecken nebeneinander, 5 gegen 3, gewinnt rot den Ball, rüber verlagern, 3 blaue schieben rüber und probieren sich den Ball wieder zu holen. Einfach um, wie gesagt, dieses Passspiel zu simulieren unter Druck, also spielnah, und deswegen diese Form oder die Art und Weise von Ballhalten, Passspiel. Also von daher, das wird Sonntag, wird das echt anspruchsvoll, unterschätzt es bitte nicht. Was machen wir heute für Training? Gutes, wie immer. Ja, okay. Ich habe 2 Sachen. Michael, schön dich hier in der Runde zu sehen, in Laufschuhen. Ja, schön, dass du da bist. Dann nicht so gute Nachricht, Eldos ist beim Training. ich habe mit ihm gesprochen, der bemüht sich, wird trotzdem schwer. Aber nichtsdestotrotz ist heute Training, wir bereiten uns auf einen schweren Gegner vor. Wir werden uns warm machen, eine Pass-Eck-Form, eine Torschussform für Julius und eine Turnierform. Das ist der Plan für heute. Ich muss nur noch mal kurz gucken, weil wir doch mehr Männer sind als geplant. Aber das ist der Ablauf. Mehr habe ich erstmal nicht zu sagen. Alles andere kommt dann. Wer macht da aufwärmen? Dann macht euch gerne warm. Okay, Männer, hört kurz zu, bitte. Wir spielen in dem Eck. Wir machen das aber gleich ein bisschen größer. Kleiner, meine ich. 4 gegen 4 mit einem Überzahlspieler. Also es wird nachher ein 5 gegen 2 sein. Und da drüben spielen wir ein 5 gegen 3. Erkläre ich gleich. Ablauf ist so, wir haben hier Team Blau in diesem Feld, was wir gleich kleiner machen. Es gibt einen Überzahlspieler, das wird, glaube ich, Eldos sein. Geht darum, ich bin hier in 4 gegen 2 in dem Eck. Ziel ist es, 20 Kontakte zu erreichen mit dem Überzahlspieler 5 gegen 2. Für Gelb geht es darum, den Ball zu gewinnen, entweder zweimal auszuschießen oder einmal rüber zu verlagern. Schafft Gelb oder Bunt oder Blau, wer auch immer, den Ball rüber zu spielen, gehen die gerade 4 gegen 2, also in Überzahl waren, gehen 2 rüber und spielen dort 5 gegen 2. Der Überzahlspieler
Eidos, du wahrscheinlich gehst da mit drüber. Okay? Das ist der Ablauf. Drüben 5 gegen 3 genau das gleiche. Also teilt euch bitte hier 9, dort 10 auf. Bitte? Wir können also erstmal max 3 Kontakte, okay? Aber wenn ihr könnt, ich sag max 3 Kontakte, spielt 2-1, spielt 2 Kontakte, 1 Kontakt, das ist mir egal. Das entscheidet ihr. Okay? Dann fangt an. Team Gelb? Kontakte? Hast du schon erklärt? Ja, aber Kontakte noch nicht. Kontakte max 3. Ihr könnt direkt spielen, ihr könnt 2 Kontakte nutzen. Ja, rein. Und wenn wir erobern, geht Gelb rein. Wenn du den eroberst, möchte ich, dass du den verlagerst. Ja, aber die Spieler, die checken ja gar nicht. Achso, hier müssen wir rüber. Ach, hier, okay. Niki, Zulo, dürfen wir die stören? Klar, ihr könnt, wenn ihr den Ball verliert, könnt ihr direkt ins Gegenpressing. Gebt mir den Ball, Piro. Verstanden? Ja, checke. Okay, Max, 3 Kontakte. Du, ihr seid leider, kannst du vorgehen? Ja, das fällt hier. Schneller, Dennis. Ja, spielen rüber, Paul. Gut so. Oh, stark, Momo. Ja, biet dich an, Lukas. Ja. Gut, Eidos. Und raus. Gut, Momo. Yay. Ach so, 10 bei 15. Nee. Hier bei 20 Kontakte Liegestütze, die andere. Momo, einfach. Gut, Lukas. 10, 20 Kontakte, Liegestütze, die anderen. 9. Gut, Edo. Ja, 12, 13. Okay. Ein Ball. Jonas, du stehst auf jeden Fall richtig gut da. Arm so, Dings und Dings. Finger am Mund. 10. Aber besser. 1. Da sind einige. 2. Hey, komm her, hier ist der Ball. Schieb drüber. 1, 2, blau nach. Paul nach. Warte. Hier. Ah, ist aus. 2. Momo hat. Komm, blau rüber. Die anderen zwei blauen, komm. Da ist der nächste, einmal. Komm, Passspiel besser. Eins. Ja, weiter gelb. Ja, Dennis! Dennis! Hey! Memo, mach das doch breit. Warum steht ihr hier vorne? Wenn ich euch anspiele, kriegt ihr da Druck. Geht tief. Spielt! Stopp, hey, Männer. Ja, er sagt es, macht es doch nicht eng. Warum? Nutzt die ganze Feld. Macht das nicht so eng. Gib mir den Ball. Erster Fehler. Danke dir. Lukas, Spiel. Verteilt das. Biet es an. Ja. Ja, besser. Ja, gut. Ja, 2. Jawohl, Zeit. 3. 4. Hey. 6. 7. 8. 9. Aus ist, also ich spiele schon 5 gegen 3 auf dem großen Feld. 1 Meter aus ist aus. Gelb leider runter. Kurz durchatmen unten. 10 schnelle bitte.
Ich mach 10 oder so, ja. 10 Schnelle. Oder das, was kann. Wenn du verletzt bist am Abend, dann nicht. Dann mal was anderes. Torschussform sieht ganz einfach aus. Es wird von unten angespielt. Der den Pass spielt, soll sich lösen, kriegt den Ball wieder zurück, ja, sich einmal vorlegen. Ja, da ist die Annahme und das Passspiel wieder wichtig, dass es ein guter Ablauf ist. Dann Torschuss. Hier in der Mitte können Sie rechts-links machen und hier ist es auch vorgegeben, nach rechts lösen. Das ist die Torschussform. Hier, blau dort. Torhüter gerne ins Tor. Komm, Männer, ein bisschen Tempo. Das ist mir alles zu lasch. Komm. Team Bund, rüber! Was hattest du? Ich hatte davor gelb an, aber jetzt war ich gerade am Ende da hinten. Du bist bei Lukas, beim, ja, da, bei gelb. Ich war gar nicht da, oder nicht? Nee, du lässt doch weg, oder? Aber nicht, wenn du wissen willst. Okay, dann bist du hier. Okay. Wir haben zwei Pummel. Nein, Piro schießt nicht. Hör zu! Hör zu! Männer, hört zu! Aktion ist wie folgt. Pass kommt bitte von hier unten. Ja, ja. Spielt dann immer bitte runter. Du spielst ihn an, löst dich raus, kriegst den Pass zurück, nimmst den Eimer mit, deswegen die Annahme wichtig, Torschuss. Spiel mal an, spiel an, löst dich raus. Ja, passt, mit links mitnehmen, Torschuss. Das ist die Aktion. Hier, Momo, du kannst dir das aussuchen. Du kannst links oder rechts auswählen. Okay? Ich möchte sehen, dass der Pass gut ist, das Klatschen gut ist, die Annahme gut ist. Simple Sachen, aber Pass, Annahme, Mitnahme, Torschuss. Zeig her. Such deine Seite aus. Ja, passt. Perfekt. Niki, zeig her. Mit links, passt. So, das ist der Ablauf, dann wieder blau. Hört ihr zu, jetzt kommt, zählt eure Tore mit. Wie viel? Minus ein Tor. Scheiße, hä? Okay? Jeder schießt zweimal. Ne, einmal, dann tauschen wir, scheiß drauf. Einmal, einmal? Einmal. Also das heißt, du schießt zuerst, wenn du wieder dran bist, sagst du Bescheid. Jus, könnt starten. Wenn der Torwart steht, jetzt geht's los. Vor den 16er Linie, das geht nicht. Vor der 16er Linie. Gelb schießt du mit links. Tobi drinne, ja. Besser, schärfer Jonas, komm. Doch. Jetzt bist du aber auch, wenn er nicht mit umgehen kann, siehst du scheiße aus. Ja, Jonas, auf geht's. Ja. Geh mal einen Ball nach links rüber, Luca. Komm, Paul! Ja, ihr habt doch drei. Jungs, ey, schieb den rein einfach. Männer von hier müssen die meisten beobachten. Oh, Männer, Tore, Mann. Schieß hier rein. Memo, auch schieben. Komm, Memo, komm. Ja, da reicht, Memo. Ja, wieso? Warte mal, stopp, ihr seid eigentlich einer zu viel, oder nicht? Ihr seid einer zu viel, ihr seid sieben. Dann schießt einer, ja, ich dachte, Firo, schießt du mit? Nein, siehst du? Passt doch. Ja, ist egal, aber Firat schießt nicht mit. Ich weiß. Komm, Luca, zeig Käfer, zeig sie. Dann wechsel, oder? Habt ihr schon? Ja. Weg. Lefty ist der Letzte, ne? Ey, Männer, drei. Ja, wechsel. Gelb geht rüber. Einmal rüberschieben. Und dann, wie gesagt, das 16-6 bzw. 4-4 mit zwei Anspielern in der Turnierform. Der Gewinner von hier kriegt zwei Punkte extra. Der Gewinner von hier, der die meisten Tore macht, kriegt zwei Punkte in das Turnier mit rein. Warum zwei Punkte mehr? Keine Ahnung, habe ich einfach so entschieden. Vielleicht können sie wichtig sein, vielleicht aber auch nicht. Stopp!
Mama, stopp auf die Zeit. Mit Eldos Überzahlspieler macht das keinen Sinn. Ich spiele die Außen nicht an. Mach das mal bitte auf 16er Breite. Die Höhe bleibt. Hütchen da raus, gelb rein, bunt rein. Ich bin 6 gegen 6 mit Überzahlspieler. Ja, Dennis, wollen wir das? 16er Höhe. 0-0, Zeit von vorne. Fuck you. Milo, raus. Okay. Trotzdem 3 Minuten, ne? Ja, mach 2:30. Ja, 3 Minuten bleibt. Ja. Auf geht's! Danke nochmal, ciao! Spiel, 2:30 noch! Los geht's! Ich spiel nicht. Tiefe Pad weg, weil Elros ist Überzahlspieler, das macht keinen Sinn. Den spielt außen spielt keiner an. Wir spielen 6 gegen 6. Elros ist Überzahlspieler. Ja! Schnell! Ja. Achso, die haben den Tor gemacht? Ja, dann führen die auch. Geh auf, schieß! Ja, Momo, dreh auf. Jetzt, Mann. Schieß, Junge, schieß. Links. Stark, Tobi. Komm zum Abschluss. Schieß. Komm, besser. Luca, weiter, passiert. Lukas, Dennis! Weiter, Blau! Hey, komm, Timo, ackern! Stopp! Blau! Hey! Hey, das ist mir scheißegal, wer den Fehler macht, aber lauf zurück! Bleibt keiner stehen! Kämpft um den Ball! Wenn wir das am Sonntag machen, verlieren wir! Mir ist das scheißegal, wer einen Fehler macht! Spielt, ist okay, Luke, ist okay! Lass, ich schmeiß das gleich weg, aber das nervt, das läuft, das ist nass. Einer hat Puls. Gut, Eidos. Guter Ball. Gutes Tor. Auf geht's. Wie besteht's? Schade, Eidos. Weiter, Eidos. Passiert. Wie lange ist noch, Dennis? Ihr könnt da bleiben, noch 30, Jus. Ja, reicht uns. Guter Ball, dreh auf. Hä? Stark, Tobi. Mitte zu. Memo, lass links außen frei. Dann in der Mitte. Dennis, bitte zu. Gebetet ihm was an? Jus, was habt ihr gemacht? Außen für Läufe? Was habt ihr gemacht? 8 Läufe. Kann nicht sein. Tempo, ja, genau. Okay. Wer bleibt drauf? Bunt gegen Blau. Okay. Jungs, Dennis, komm her. Ihr macht ungefähr, ich steck das jetzt nicht ab, damit ihr in Bewegung bleibt. Kennt ihr noch die Läufe, die wir drüben gemacht haben? Ja. Dass dieses Anlaufen, dann Austraben, macht ihr bitte mit 50%, sodass ihr in Bewegung seid, nicht kalt werdet, aber auch Erholung habt. Gute, Julius, okay. Danke. Ruhig. Komm, Momo, spiel ihn mit links runter, Momo. Du siehst es, du kannst das.
Ja, pass. Langsam, langsam, wir sind einer weniger. Schönes Tor. Ja, Tobi. Nochmal, weiter geht's. Schießt, kein Torwart drin. Ja, Timo, links! Oh, da muss er schießen! Alex, rück mal hin! Ja! Hat er bei RB gespielt? Naja, weniger. Ja, deswegen noch. Ja, gut! Reich, ey, los! Ja, gut, steht gut! Du bist der Ball! Sag, Alex! Ja! Bälle von hinten! Ja, aber er muss ja trotzdem noch nicht hochgehen. Wiesel, wir bräuchten Bälle von hinten. Okay, danke. Arme, zeig mal was. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Dreh auf! Schöner Ball, Alter. Naja, also der Pass war von Paul schlecht. Also egal, wir können Eldos nichts. Hat er gut gemacht, aber. Stark, Tobi. Ja, ein Wiesel. Tobi? Tobi? Sorry, Schere. Paul, schiebe rein. So, jetzt nicht wundern. Ja, ich war schon beim Friseur. Ich habe vergessen, ein Video nach dem Training aufzunehmen. Es geht jetzt weiter mit dem Spiel am Sonntag. Und ja, für Einheit am Freitag war auf jeden Fall gut, war intensiv. Haben die Männer gut gemacht. Hier mit nach Hause nehmen. Pfanne? Ich gehe zuerst draußen, wo ein bisschen frische Luft ist. Wir reden draußen. Ich habe nur zwei, drei kleine Sachen. Sonst ist alles wie beim Alten. Ja, ich will, dass die Einstellung stimmt. Okay, hier gibt es halt. Und hier, heute gibt es nur einen Gewinner. Heute gibt es nur eine Einstellung, nur eine Körpersprache. Ja, und ich will Gewinnertypen auf dem Platz sein. Dann zieht euch um und dann können wir rausgehen, okay? Also, Ansprache wurde, ich weiß gar nicht, ich habe sie draußen gemacht, weil drin war es so stickig. Habt ihr nochmal kurz erklärt, dass wir als Team anlaufen wollen, verteidigen wollen. Platz ist riesig, ja, dass wir einfach unser Spiel auch durchdrücken müssen. Weil wenn wir das machen, haben auch die keine Chance. Also an sich ist es nichts Neues. Aber was ich gelernt habe, du musst den Jungs immer wieder aufzeigen, welche Laufwege sie machen müssen. Ich habe jetzt mit ein, zwei Spielern noch gesprochen, was so das Anlaufverhalten angeht. Ja, dass sie die Innenverteidiger nachschieben. Halt so Kleinigkeiten, dass sie es... Nee, kein Bock, nicht vergessen. Weil wenn du es nicht machst, habe ich immer das Gefühl, dass sie es vergessen oder dann halt ihre Fantasie auf den Platz bringen, was nicht immer richtig ist. Ja? Und wir reden hier vom Anlaufhalten etc. pp. Wir reden nicht von der Fantasie im letzten Drittel, da sollen sie machen, was sie wollen. Aber ja, das dazu. Platz ist riesig, wirklich riesig. Deswegen viel Ballkontrolle, die Männer spielen lassen und dann wird das schon. Ja!
Sag dir das! Gib vor! Such das vor! Hey! Wir haben das Spiel 2-1 gewonnen. Ich habe euch die Tore gezeigt. Wir spielen die Tore gut raus. Aber haben es geschafft, über das komplette Spiel halt nicht wirklich so viele gute Torchancen zu kreieren, weil wir sehr unsauber waren. Wieder Passspiel, Annahmen, Entscheidungsfindung der Spieler. War trotzdem ein verdienter Sieg, weil wir viel Kontrolle hatten über das Spiel. Wir haben nicht so viel zugelassen. Aber ja, da bin ich mir ein bisschen mehr von den Jungs, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen bin ich nicht ganz so zufrieden, weil diese Kleinigkeiten stören mich echt sehr. Aber wir arbeiten dann Woche für Woche, wie ihr es im Video seht oder sehen könnt. Ja, jetzt ist eine neue Woche. Da geht's in die Endspurt, oder es geht in den Endspurt des Trainerscheins. Ich habe das schon alles geklärt, ich darf das filmen, also stellt euch auf viel Trainerscheinsachen ein, von Montag bis Mittwoch. Training ganz normal, Dienstag, Freitag, Wochenende Spiel. Und das ist der Plan, so sieht's aus, das erarbeitet euch nächste Woche. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen oder wieder gefallen. Lasst gerne ein paar Kommentare da, wie, wo, was wir hätten anders machen können, was ihr mal sehen wollt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.